Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Wir haben in der letzten Folge hier Gleise verlegt, Stationen gebaut, Bahnhöfe geplant und so weiter und so fort. Aber da war noch nicht alles perfekt. Vor allem war das noch nicht so vorbereitet, dass unsere Gleisbauwaggons, Fahrzeuge dorthin rollen können. Das habe ich jetzt ohne euch mal gemacht, weil das eine ziemlich fummelige Sache ist. Viel Signal setzen, viel Weichen bauen und so weiter. Ich zeige euch das aber kurz, was ich gemacht habe. Ich habe das nach demselben System gemacht. Das heißt, hier die Einfahrt dann quasi bezahlt mit Rubel, mit der entsprechenden Hosenträger, Weiche. Und von dort aus könnt ihr dann den ganzen Bereich bauen. Das habe ich hier gemacht, auf der anderen Seite gemacht. Das habe ich hier vorne gemacht, so, dass das auch gebaut werden kann. Bloß hier unten, hier ging das nicht richtig, weil der Abhang zu steil war, um da vorne eine Weiche zu setzen. Aus dem Grund habe ich das jetzt alles mit Rubel finanziert. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen was verloren. Und eine ganz wichtige Sache habe ich noch gemacht. Es hat mich dann doch so geärgert. Es war nämlich nicht der Schnee, der hier nur aufs Gleis fiel, sondern die gesamte Erde, die durch das Planieren hier ja grafisch leider über dem einen Gleis lag. Das ist schon ein bisschen unschön und würde ich auch als Bug bezeichnen, dass das überhaupt möglich ist. Es hat mich so geärgert, dass ich diese komplette Strecke nochmal mit Rubel neu gebaut habe, alles abgerissen habe, ein bisschen planiert habe und dann drüber gebaut habe. So sieht es jetzt wieder vernünftig aus. Ein paar klitzekleine Stellen gibt es noch, aber ich denke, das kann sich jetzt erstmal sehen lassen und vor allem kann jetzt gebaut werden von verschiedenen Seiten. Das Einzige, was ich allerdings eigentlich nicht möchte, wir gucken uns das mal an, schaut mal, hier ist Ölsnitz mit betraut und das soll auch so sein, genau. Das wollen wir auch haben. Ich möchte nicht, dass aus Neueswerda dort gebaut wird, sondern die sollen hier weiter fleißig an der Brücke bauen. Das ist ja der große Plan und das Ganze hier müsste auch Ölsnitz zugeordnet sein, aber ich glaube, ich habe das falsch angewählt. Ja. Prima. Okay, die haben also gut zu tun jetzt, wobei das alles nicht so eilig ist. Wir könnten denen die neuen Gleisbaumaschinen kaufen. Mache ich aber, ach so, eine haben sie, ja. Mache ich aber jetzt nicht, weil die genug Zeit haben, um das da in Ruhe fertig zu bauen. Gibt jetzt keinen Stress. Ich denke, der Abwechslung halber werden wir uns auch jetzt noch nicht weiter mit unseren neuen Atomstadt beschäftigen, sondern wir hatten ja das letzte Mal hier etwas noch identifiziert, was wir machen können. Und das sollten wir jetzt, glaube ich, angehen. Und jetzt sind hier auch noch ein paar Vorüberlegungen nötig. Das erste ist, wir brauchen hier Bitumen. Also das Ganze muss angeschlossen sein an unser System. Und da orientieren wir uns erstmal an dem hier, VZ-Flüssigkeiten. Und nehmen das dann einfach mit auf. Wie sieht es denn eigentlich aus bei VZ-Flüssigkeiten? Wir gucken mal ganz kurz hin. Stehen die Autos dort? Zwei stehen dort. Das heißt, es scheint kein Mangel zu herrschen. Dann können wir das mit gutem Gewissen hier verbinden. Und das müsste dann auch sofort beliefert werden. Wir gucken mal, ob eins auch losfährt. Jawohl, klappt. Prima. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also, hier arbeiten ja ein paar Leute und ich gucke mal, wie viele hier eigentlich arbeiten. 15, 15, da arbeiten 5 und da oben arbeiten 25. Ja, das hält sich in Grenzen. Ich hatte ja das letzte Mal ein bisschen überlegt, ob wir noch neue Wohnungen schaffen können. Und da habe ich tatsächlich dann auch gleich ein paar Grundsatzüberlegungen gemacht, was die Zukunft von Neueswerda betrifft. Dazu sage ich gleich was, aber ich denke mal, fürs Erste machen wir was anderes. Fürs Erste werden wir es einfach so probieren und mit Bussen sowohl die Arbeiter als auch die Passagiere und die Touristen dort hochbringen und dann mal gucken. Es reicht ja auch erstmal, wenn da 5, 6 Leute arbeiten. Wir müssen es nicht übertreiben. Ja, mit Bussen habe ich gesagt. Man könnte sich jetzt überlegen, dass man extra Busse macht für die Touristen, extra Busse für die Arbeiter. Aber wir wollen mal nicht zu viel elitären Kram hier etablieren. Die Arbeiter und die Touristen, die fahren jetzt erstmal mit einem Bus. Und ich denke, wir nehmen jeweils, jeweils 2 Busse von beiden Bushaltestellen dorthin. Das könnte vielleicht funktionieren. Wir haben hier tatsächlich auch noch schon 2 Busse stehen mit einer 80er Kapazität. Das ist natürlich eine ganze Menge 80er. So viel wollen wir da eigentlich gar nicht haben. Ich guck mal, ob wir noch bessere, kleinere zur Verfügung haben. Wir haben natürlich diese B1000 mit 7, aber das ist auch nicht so gut.
Schauen wir mal. Ich hatte das letzte Mal schon mal geguckt. Vielleicht ist noch irgendwas Neues aufgetaucht. 55 klingt schon ein bisschen besser. 32. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn wir 4 32er Busse haben, das gefällt mir ganz gut. Die nehmen wir. Im Moment können wir nur 3 dort stehen lassen. Wisst ihr was? Wir verkaufen einfach mal ein B1000. Dann haben wir da erstmal Platz. Den brauchen wir, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht. So, und jetzt müssen wir 2 Linien etablieren. Fangen wir mal einfach mit dieser an und kopieren die dann. Also, wir wollen hier starten und da hinfahren. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir eigentlich hier alles mitnehmen? Das müssen wir uns mal angucken. Wir wollen keine Studenten, Passagiere ja. Keine Arbeiter ohne Ausbildung, aber Arbeiter ja. Aber wir brauchen hier, glaube ich, niemanden mit Hochschulausbildung. So kann es laufen. Und Touristen auf jeden Fall. Entladen kann alles werden, ist egal. Und hier oben, ja, nehmen wir da auch Leute mit? Ist das sinnvoll? Ja, falls die Touristen wieder in der Stadt irgendwas besuchen wollen, ist das, glaube ich, sinnvoll. Ja. Das heißt, da oben kann eigentlich alles beladen werden, weil Studenten und Schüler sind daher eh nicht. Und entladen kann da auch alles werden. Ich glaube, das könnte so funktionieren, ne? Ja. Das Entscheidende ist, wer hier einsteigt. Das ist das Entscheidende. Okay, dann starte mal. Und wir kopieren den Fahrplan noch auf den anderen Bus. So, und der soll auch starten. Und dann kommt der zweite Fahrplan. Der startet von der anderen Haltestelle. Das könnte eher die sein, wo die Touristen dann noch einsteigen. Ich bin mal echt gespannt. Ich habe gehört, da gibt es Probleme, dass Touristen zu solchen Attraktionen weiterfahren mit dem Bus. Kann sein, dass wir das möglicherweise nur für unsere eigenen Leute machen oder dass es so eine Art Beschäftigungstherapie für unsere Arbeiter ist. Alles möglich. Okay, wir gehen hier nochmal zurück. Beladen. Arbeiter ja, Studenten nein. Keine Arbeiter. So, so ist korrekt. Und der Rest kann eigentlich komplett so bleiben. Und damit bitte Start und gleichzeitig kopieren auf den zweiten Bus. Und der startet ebenso. Und jetzt bin ich doch echt mal gespannt, ob da schon irgendwie Aktivität zu spüren ist. Ist das der Bus, der in die Richtung fährt? Ja. Und es ist tatsächlich immerhin ein Passagier dabei. Das bringt aber wenig. Oh, null Arbeiter. Das ist schlecht. Das bringt natürlich nur was, wenn wir dort auch Arbeiter hochbekommen. Warum steigen keine Arbeiter da ein? Obwohl 21 gewartet haben. Das darf natürlich nicht sein. Wir müssen da natürlich die Arbeiter hochbringen. Ansonsten geht das alles gar nicht, was wir da vorhaben. Wir beobachten mal die anderen kleinen Busse. Sind die jetzt schon... Ne, die fahren jetzt hoch. Die anderen kleinen Busse, die müssten erstmal hier hinkommen. Wo sind sie? Vielleicht auf dem Weg? Ja. Ist das einer von denen? Ja, ist einer von den 3 Arbeiter, der zumindest mitgenommen. Obwohl hier 23 stehen. Ja, die haben andere Ziele. Es kann sein, dass die Bevölkerung, die braucht auch erstmal ein bisschen Zeit, ehe sie wissen, dass es dort Arbeitsplätze gibt. Das entscheiden die nämlich, glaube ich, wenn sie losgehen aus ihrer Wohnung. Dann wissen sie schon, wo sie hinwollen. Deswegen muss man, glaube ich, ein bisschen die Sachen laufen lassen. Okay, dann hoffen wir mal, dass das gut läuft. Wir haben hier einen neuen Fahrzeugtyp. T614. Sieht ja schick aus. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was hier verpasst, weil alles so schwierig war. Letzte Chance zum Kauf von diesem Fahrzeug. Was haben wir hier noch? Ein neuer Bus. Ein Dollar. Ein Mars 305. Aha. Und da war irgendwo was in Brand geraten. Aber das wurde Gott sei Dank gelöscht. Was war hier noch? Eine Straßenbahn. LM 68 ist verfügbar. Und zweimal Feuer gelöscht, was ich nicht gesehen habe. So weit, so gut. Ja. Okay, also das war jetzt... der erste Anlauf. Das nächste Thema ist hier die Versorgung. Das Problem ist, wir haben jetzt, und da muss ich noch ein bisschen was dran arbeiten, wir haben jetzt noch keine vernünftige Versorgung für oben. Wir werden deshalb erst einmal Ressourcen für Rubel kaufen. Das wird natürlich nicht die Norm sein, aber
Ich werde es hier erstmal einstellen, weil da ist noch ein bisschen was Umfangreicheres nötig. Dazu komme ich gleich. Erstmal machen wir das, dass wir das hier einkaufen. Muss hier auch was gekauft werden? Nein. Hier wartet tatsächlich ein Besucher, aber es ist noch kein Mitarbeiter da, der da irgendwas unternehmen kann. Jetzt kommen die drei Arbeiter. Ich bin mal gespannt, wo die hingehen. An welchen Ort? Zum Heizen? Na, auf jeden Fall Bitumen ist schon mal da. Das ist doch schon mal gut. So, da schauen wir. Zwei Damen gehen dorthin, so wie es aussieht. Und einer geht dorthin. Nee, die gehen hier ins Hotel arbeiten. Ja, tatsächlich, jetzt haben wir zwei Mitarbeiter. Und hier oben ist einer zum Heizen hingegangen. Und was bringst du jetzt uns an? Gar nichts. Das war der zweite Bus, der hatte nichts dabei. Das hatte ich aber schon gesehen. Naja, die anderen fahren jetzt erstmal zur Bushaltestelle und dann gucken wir mal später nochmal nach. So, jetzt geht es aber nochmal um Neuerswerda und die Entwicklung. Also als erstes, was wir hier weiterhin benötigen, wir haben gemerkt, unser Versorgungszentrum oder Verteilzentrum HU, das ist an der Grenze der Belastung. Das hatten wir ja gesehen, weil hier, schaut mal, fehlt schon wieder Essen. Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt schon wieder Essen. Gibt es einen allgemeinen Essensmangel oder ist das wirklich ein Verteilungsproblem? Nee, wir haben hier Essen. Wobei, nee, wir haben Essen. Also Essen ist, das muss ein Verteilungsproblem sein. Und genau das ist der Punkt, den ich jetzt auch angehen will. Wir brauchen definitiv ein weiteres Verteilungszentrum für diese Nahrungsmittel. Die kommen jetzt hier nicht mehr hinterher. Jetzt müssen wir gucken, wo die eigentlich geholt werden. Die werden auch hier aus dem Fleischlager geholt und die werden hier aus dem Lager geholt. Das heißt, die sollten nicht so weit davon entfernt sein. Oh, ein neues Schiff ist verfügbar. Full-in-Tanker. Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet das? Nicht allzu weit? Zum Beispiel, passt hier noch was hin? Gucken wir uns das mal an. Erneut habe ich vergessen, wo nochmal diese Distributionszentren zu finden sind. Jedes Mal weiß ich das nicht, ey. Es ist eine Schande. Hier offensichtlich nicht. Bei Ausrüstung für Bürger? Nee, das hat ja eigentlich nichts mit Bürgern zu tun, ne? Bei Bauwirtschaft vielleicht? Bei sonstigen Gebäuden. Ah. Also das muss ich mir jetzt mal auf den Zettel schreiben. Das ist ja peinlich. Verschiedene Industrie ist es auch nicht. Leute, ich muss es erstmal wieder suchen. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe es natürlich gefunden bei Lager und Warenhaus. Und da macht das auch wirklich Sinn, dass es dort ist. Ich muss mir das mal merken. Also Lager, Warenhaus, vertriebsbezogene Gebäude. Und uns interessiert das kleine Vertriebsbüro. Und ich habe hier einen Ort gefunden, wo es vielleicht hinpassen könnte, falls es möglich ist, diesem Felsen ein bisschen platt zu machen. Dann wäre das ein Ort, wo das vielleicht gehen würde. Das sind nur zwei Punkte, zwei rote Punkte. Ich habe die leichte Hoffnung, dass das vielleicht geht. Versuchen wir es mal. Aus der Mitte. Ja, bei den Felsen dauert es länger, aber ihr seht, da passiert was. Und das wäre cool. Weil dann ist dieser tote Raum wäre endlich mal vernünftig genutzt. So, dann testen wir das Ganze nochmal. Kleines Vertriebsbüro. Aha, ja doch, es geht. Ja, super, Leute, prima. So, müssen wir noch ein bisschen anheben. Aber jetzt können wir es platzieren, dann kann das gebaut werden. So, und dann ist das eine Entlastung für die, ja, diese HU-Verteilzentrum. Und ich denke, ich werde dann eins nur machen für die ganzen touristischen Geschichten. Mit dem anderen sind die vermutlich komplett ausgelastet, beziehungsweise wir müssen das mal testen, was da geht und was da nicht geht. Gut, das kann gebaut werden.
So lange? Na, wir gucken mal noch nicht hin. Wir lassen uns nachher mal überraschen. Jetzt ein paar Worte zur Zukunft von Neues Werder, beziehungsweise zu dem Thema, wie kriegen wir noch hier Wohnraum reingequetscht? Es gibt eine kurzfristige Lösung und eine langfristige Perspektive. Ich denke, ich werde beides angehen. Die kurzfristige Lösung habe ich mir überlegt, wir machen mal so ein Arme-Leute-Viertel, so ein Bahnhofsviertel nenne ich es mal. Und zwar habe ich gesehen, dass hier eigentlich, also ich habe mich orientiert, wo ist das Heizwerk? Weil das ist tatsächlich so ein bisschen der begrenzende und Problemfaktor. Das haben wir leider, da wusste ich noch nicht, wie wichtig es ist, dass wir direkt vom Heizwerk aus versorgen. Weil das andere hier leider ein bisschen problematisch funktioniert. Wie auch immer. Und da habe ich mir überlegt, was gibt es in der Nähe des Heizwerkes? Und bin auf diesen schönen Streifen zwischen Bahngleis und Hauptbahnhof gekommen. Also so richtig so hinter Bahnhof. In der Regel das abgeranzteste Viertel in den älteren Städten. Früher war das zumindest so. Hat sich ja heute alles verändert. Aber früher war das so. Und das finde ich ganz passend. Da ist auch Verschmutzung ein Problem. Aber können wir ruhig auch mal machen. Und ich habe schmale Häuser gefunden, die wir hier so in der Reihe lang bauen können. Vielleicht 2 bis 3 hier und 2 hier. Und dann einen langen Fußweg hier lang. Das würde schon funktionieren. Der Bahnhof könnte auch nach hinten angeschlossen sein. Also das geht irgendwie. Das Blöde ist, diese Zubringerstraße zum Heizkraftwerk, dort werden die Arbeiter dorthin gebracht. Und zwar ist das deshalb blöd, weil wenn ich die hier vorverlege, dann stehen die Busse so lange an der Schranke. Das kennen wir schon, das Thema. Aus diesem Grund will ich das Ganze verändern. Und zwar, also die Zufahrt zum Heizkraftwerk. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden hier, und das ist jetzt eine kleine Baumaßnahme, wir werden hier diese Heizrohre, wo sie hier schon hoch sind, einfach bis hier hoch verlegen. Und wir werden dann hier oder hier, aber ich nehme, da sind die Stromleitungen im Weg. Hier werden wir so eine Straßenquerung machen bei den Förderbändern und dann mit einer Straße hier durchgehen und hier rangehen und dann fährt der Bus eben so rum. Ja, um die Arbeiter dorthin zu bringen. Man könnte natürlich auch noch hier lang fahren, dann müssten wir aber zweimal das anheben. Nö, das ist schon okay. Außerdem, wenn hier Leute wohnen, ach, wisst ihr was? Wenn nachher Leute wohnen, ist das sowieso gar nicht mehr so wichtig, weil die gehen dann einfach zu Fuß hier zur Arbeit. Die arbeiten dann natürlich hier im Heizkraftwerk, ganz klar. Wohnortnah. Ja, das ist der Plan und den will ich jetzt auch mal gleich umsetzen. Das heißt, wir müssen pausieren, weil wir mal wieder was Filigranes abreißen, nämlich, nee, das sind nicht die Pipelines, sondern die Heizungsrohre. Und zwar, ja, das Stück, genau, das, das und das. Hatten wir hier das Große? Ja, wir hatten das Große. Dann gehen wir mal hier weiter. Genau, so hoch weiter bis hier. Das ist doch schon mal gut. Und von da gehen wir wieder runter. Perfekt, klappt doch wunderbar. Und das Ganze werden wir mit Rubel finanzieren. So, erster Teil der Maßnahme abgeschlossen. Wir checken mal. Wir müssen jetzt leider den Gehweg abreißen. Und dann checken wir mal, ob das mit der Straße so hinkommt. Das sollte kein Problem sein. Und hier kommen wir auch unten durch. Auch kein Problem. So, dann ist jetzt noch dieses Ding hier. Das werden wir auch abreißen. Und da muss ich dann irgendwie den Mod fördern. Also die Mod-Überquerung reinbasteln. So. One in, one out. Und da muss die Straße dann durch und dann zur anderen Straße hinführen. Auch das wollen wir mit Rubel bauen. Ich verschiebe es ein bisschen nach hier, weil wir dann hinten raus noch ein bisschen Luft haben für die Straße. Aber er macht hier gerade nicht mit. Ja, ich denke, das klappt aber trotzdem. Bauen wir mal. Beziehungsweise, nee, bevor ich jetzt hier unnötig Rubel ausgebe, testen wir das Ganze nochmal. Ja, er macht so ein bisschen. Aber wisst ihr was? Ich bin sehr sicher, dass wir das hinkriegen. Das kann gebaut werden. Machen wir einfach jetzt. So.
Ist natürlich wichtig, dass das gebaut wird, weil das wird natürlich dringend benötigt hier. Zur Weiterleitung der Kohle. Dann planen wir jetzt erstmal diese neue Straße. So, das geht schon mal problemlos. Und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das hier abreißen und einfach die Straße hier geradeaus weiterlaufen lassen. Und seht ihr, es geht. Es geht doch. Problemlos. Okay, das ist dann gewissermaßen der neue Anschluss. Und das können wir aber auch selber bauen, würde ich sagen. So, genau. Das kann gebaut werden. Wenn das durch ist, dann können wir diese Straße hier abreißen und können hier diesen neuen Wohnraum schaffen, das Bahnhofsviertel dahinter. Und dann, da passen in das, die Häuser, die ich mir ausgeguckt habe, jeweils 100 Arbeiter. Das sollte eigentlich reichen, um so 200, 300 neue Arbeiter in die Stadt zu bringen. Das müssten wir auch noch mit der Infrastruktur gestemmt bekommen. Ja, falls wir danach noch weitergehen wollen, habe ich mir überlegt, wir haben ja eh so ein Problem, dass hier es nicht richtig warm wird. Ein Hauptteil wird von dort versorgt und das ist einfach, geht nicht richtig. Ich bin der Meinung, die Lösung für das Problem ist, dass wir hier hinten ein zweites Kohlekraftwerk hinbauen. Das können wir auch relativ locker mit LKWs von unserer Kohle hier beliefern. Und dann haben wir diesen ganzen Stadtteil, glaube ich, abgedeckt, was Heizung betrifft. Dann ist das Ganze hier auch vielleicht ein bisschen entlastet, kommt ein bisschen mehr Wärme an. Und wir können in diese Richtung noch etwas weiter bauen. Ein paar große Gebäude, wenn es denn nötig ist. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass hier die Raffinerie noch ein bisschen mehr auf Hochtouren läuft. Stichwort Raffinerie. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Öl? Ja, jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen mehr da. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. So. Dann gucken wir mal, ob sich das jetzt hier so ein bisschen ausgeglichen hat, was die Arbeiter betrifft. Besucher 5, ein Arbeiter, 2 Köche. Keine Gäste. Ja, das ist also noch ein Problem. Woran kann es liegen? Es kann an Arbeitermangel liegen, durchaus, weil wir auch Baustellen haben, die wir betreuen. Aber es sind 120 Arbeitslose, da müsste schon was möglich sein. Bist du einer der Busse? Nein, du fährst zur Feuerwache. Du fährst dorthin. Was sammelst du denn jetzt da ein? 8 Passagiere, schaut euch das mal an. Die sammeln nur Passagiere ein und keine Arbeiter. Brauchen wir möglicherweise doch andere Arbeiter? Arbeiter ohne Ausbildung? Kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich arbeiten die gar nicht. Ich wüsste nicht, warum wir die transportieren sollten. Ja, und Arbeiter mit Hochschulausbildung brauchen wir auch nicht. Ein Koch hat doch keine Hochschulausbildung oder was. Das kann es nicht sein. Also im Grundsatz funktioniert das. Die Leute wollen da als Passagiere hin. Auch hier 2 Passagiere, aber keine Arbeiter. Es gibt aber wartende Arbeiter, die wollen woanders hin. Irgendwo eine komische Form der Prioritätensetzung. Hier auch nur Passagiere. In diesem Falle waren aber gar keine Arbeiter dabei. Die sind alle hier in den Bus eingestiegen. Tja, schöne Sache, aber schwierig in der Umsetzung, wie es scheint. Habe ich jetzt noch keinen Plan, wie wir das Ganze verbessern. Ich meine, man könnte überlegen, ob wir so eine Art Bergbahn dort hochführen, aber warum sollten dort die Arbeiter einsteigen? Ich weiß es nicht. Tja. Eine andere Sache. Wir haben ganz gut Geld, die wir uns vielleicht zum Abschluss hier noch leisten können. Ist etwas ein lang gehegter Wunsch, nämlich ein Passagierzug, der Neuerswerda, Oelsnitz und Leipzig verbindet und einfach immer hin und her fährt. Da können auch Touristen fahren, aber Passagiere fahren, die zum Beispiel mal in die Kirche wollen oder vielleicht in eine der Universitäten oder so. Das wäre schon auch eine ganz gute Sache. Oh, schaut mal, das sieht ja richtig gut aus. Das sieht ja richtig gut aus. Warum ist eigentlich keine Forschung verfügbar, obwohl so viele Professoren am Start sind? Was ist da das Problem? Es gibt doch hier so eine Forschungsoption, zum Beispiel um Chemie freizuschalten. Kann das sein, dass das mit der medizinischen Universität zusammenhängt, dass dort man nicht forschen kann?
Aber wenn derzeit nicht verfügbar, weiß ich nicht. Also da würde mich eure Erfahrung interessieren. Mit den Fußwegen, das hat auf jeden Fall schon mal gut geklappt, auch wenn das Stück hier irgendwie nicht fertig wird. Aber der Bau läuft ohne Probleme. Aber schaut mal, kann es sein, dass jetzt erst die Leute dorthin strömen? Okay, Leute, ich komme jetzt von einem Thema zum anderen. Komm, wir gönnen uns zum Schluss noch mal diesen wunderbaren Zug. Hier sind die Baufahrzeuge, das klappt auch weiterhin gut. Also, jetzt will ich aber aufpassen, was ich hier nehme. Diese Lokomotive. Ich will jetzt mal diese hier nehmen, ne? Die für 140.000. 95, 100. Die fahren ja alle gleich, so ungefähr. Okay. Dann kein Güterwagen, sondern ein Personenwagen. Und dann machen wir das in derselben Art und Weise. AMD, RIC und UICY. Was ist denn das alles? Wir nehmen jetzt mal UICY und den AMD. Ohne genau zu wissen, was das eigentlich soll. So. Und der kriegt jetzt eine Route. Und zwar, bitte fahren von Neuerswerda. Und jetzt müssen wir aufpassen. Arbeiter wollen wir hier komplett nicht haben. Entladen kann alles werden. Der Rest kann auch mitfahren. Obwohl, warte mal, unausgebildete Arbeiter können eigentlich auch mitfahren. Die können vielleicht in irgendeine Universität gehen, wenn sie Bock haben. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. So. Ölsnitz beladen. Außer Arbeiter ohne Ausbildung, der Rest kann mitfahren. Dann wieder Leipzig oder dann erstmals Leipzig. Ja, entladen kann alles werden. Und dann natürlich wieder Ölsnitz. Ja, und dann geht es zurück nach Neuerswerda. Das kann so funktionieren, hoffe ich doch. Starten wir das Ganze und ich denke mal, wir verfolgen das Ganze auch mal, was jetzt hier passiert. Das schauen wir uns an. Oh, die sieht ja sehr speziell aus. Muss jetzt erstmal warten, aber ich denke, mit diesen Eindrücken werden wir dann, glaube ich, diese Staffel beenden. Gucken wir mal, ob schon die ersten Passagiere oder gar Touristen dieses neue Angebot nutzen. Ja, hier muss jetzt erstmal getankt werden, ganz klar. Oh, schön. 7000 Liter Treibstoff. Wo fährst du denn jetzt hin? Ach so. Machen wir hohes Tempo, ja. Ich war ganz verwirrt. Ich kenne die Streckenführung gar nicht mehr richtig. Okay, hier muss der kurz anhalten. Und jetzt geht's runter in den Bahnhof. Passt dort wunderbar rein. Und jetzt gucken wir gleich mal, ist irgendjemand hier eingestiegen? Tatsächlich, Touristen fahren mit. Wow, das hätte ich nicht erwartet. Zwei Touristen, immerhin. Die nach Ölsnitz fahren. Oder möglicherweise gleich nach Leipzig, weil sie, ja, das kann natürlich sein, weil sie die Kirche dort besuchen wollen. Gut möglich. So, werfen wir mal einen Blick nach rechts. Oh, da sehe ich schon die Eisenbahnbrücke fast fertig. Warum wartest du jetzt hier? Ist doch grün. Schön der Dieselqualm, herrlich. Ja, auch hier immer diese Stopps, die verzögern das Ganze natürlich unnötig. Ach, verdammt, jetzt stoppt er, weil der da hinten stoppt. Jetzt haben wir ein Problem gerade identifiziert. Warum ist das so? Ah, die sind beide auf der Strecke und der muss erstmal hier rüber. Aber jetzt kann er schon weiter. Ich muss da vorne, glaube ich, mehr Signale setzen. Das ist unglücklich. Unsere schöne Fahrt wurde unterbrochen. Da sehen wir eben kurz die Silhouette des zukünftigen Kraftwerkes. Und irgendein Zug habe ich da hinten auch schon stoppen gesehen, der da gar nicht lang fahren sollte. Das müssen wir uns auch mal angucken.
Aber jetzt hier schon ordentlich was unterwegs auf den Gleisen. Und dieses Panorama ist natürlich einmalig. Die Touristen werden staunen. So, und da erleben wir jetzt gleich die Einfahrt in den Bahnhof. Und auch hier gucken wir, was passiert hier. Oh, die zwei Touristen sind ausgestiegen und niemand fährt mit nach Leipzig. Wie traurig. Aber wir fahren mit. Diese Strecke will ich auch so aus Prinzip betreiben. Auch wenn dieser dieser nationale Reiseverkehr, der hat hier eigentlich leider noch keine wirkliche Bedeutung. Ich wünschte mir, das Spiel würde das auch simulieren. Ich meine, die Menschen müssen halt auch manchmal von einer Stadt zur anderen. Es gibt aber im Spiel überhaupt keinen Grund dafür. Ups, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen schräg aus. Ich kann das auch gerade gar nicht steuern. Wird richtig schwindelig. Da sind wir wieder. So, und da hält tatsächlich jemand mal. Oh, der passt auch gerade so da rein. Und jetzt fährt wieder niemand mit. Habe ich hier irgendwie die Häkchen rausgemacht? Hätte ich da Häkchen reinmachen müssen? Ist das das Problem? Ja, das kann natürlich sein. Ich habe hier gar nichts erlaubt, Leute. Ist ja der Wahnsinn. Schüler, also hier ist ja eine Riesenuni. Hier wollen wir keine Schüler fahren lassen. Aber Passagiere schon. Okay, gut, dass ich das gesehen habe. Wie ist denn das in Oelsnitz? Habe ich da auch irgendwelche Häkchen rausgemacht? Tatsächlich, schaut euch das mal an. Ich habe ja hier gar nichts erlaubt. Schüler und Passagiere dürfen natürlich fahren. Ja, dann kann ja auch keiner mitfahren. Das ist doch ganz klar. Arbeiter wollen wir aber nicht hier rumkutschieren. Das ist eher unschön. Und hier haben wir auch keine Schüler und keine Passagiere. Okay, ja toll. Das war ja eine Jungfernfahrt. Aber für so eine Testgeschichten ist das ja auch da. So, ein letzter Blick in dieser Staffel auf Erzfurt. Und jawohl, schaut mal. 6 Wohnhäuser schon fertig. Der Rest hier in Bau. Hier oben die Straßen fast fertig. Ich prognostiziere mal, in der nächsten Staffel ist Erzfurt einzugsbereit. Und dann wird so langsam erstmal die Eisenerzproduktion beginnen. Dann müssen wir natürlich hier noch weiterbauen. Großartig. Liebe Leute, wir haben viel geschafft. Und damit verabschiede ich mich sehr befriedigt von diesen Leistungen hier in unserer wunderbaren Republik. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.